die Neigung und der Wunsch der Kunden, jemanden zu haben, der ihnen die Reise von vorne bis hinten organisiert, wird auch in Zukunft da sein. Dem Kunden ist ja dieser Rechtsbegriff der Pauschalreise gar nicht so bewusst, sondern er hat jemanden, der für alles sorgt, der dann auch am Flughafen mit einem Schild steht und ihn zu seinem Transferbus bringt. Das haben die Kunden sehr gern. Und dass er vor Ort dann auch noch Ansprechpartner hat, wenn irgendwas ist, ein Reiseleiter, das ist den Leuten sehr wichtig. Und das haben wir im Übrigen auch gesehen, wenn Sie die Frage stellen, hat das jetzt gelitten oder nicht? Ich sage, die Pauschalreise hat in ihrem Leistungsversprechen nicht wirklich gelitten. Das haben wir gesehen, auch bei kurzfristigen Entscheidungen der Kunden, die nicht mit Thomas Cook reisen konnten und sich dann für was anderes entschieden haben. Auch die haben zu einem sehr großen Teil, fast ausschließlich wieder, sich für eine Pauschalreise entschieden. Also die Pauschalreise ist sehr lebendig, lebt weiter, weil sie dem Kunden etwas bietet, was die individuell zusammengestellte Reise nicht bieten kann. Das hat mit Sicherheit zu tun, das hat mit Organisation zu tun und damit zu tun, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Reise dann auch wirklich treffsicher sitzt, sehr viel höher ist, wenn ich den Profi da mit beschäftigt habe.